Bawa la gila, bawa la gila, gili le nanceto. Bawa la gila, bawa la gila, gili le nanceto. Bawa la gila, bawa la gila, gili le nanceto. Bawa la gila, bawa la gila, gili le nanceto. Lieder vermitteln Kultur und Sprache auf eine ganz andere Art und Weise, auch viel intensiver, viel direkter, viel emotionaler. Das heißt, man ist doch tiefer drin, wenn man Lieder lernt, wenn man Lieder singt, wenn man die auch gemeinsam singt und wenn man sieht, wie die Menschen, die singen, die aus den Kulturen kommen oder die in den anderen Ländern leben, dann hat man ein ganz, ganz anderes Gefühl. Das ist viel direkter. Sprache spielt zwar auch eine Rolle, aber wenn man nur die Musik alleine dann nimmt, dann ist es wirklich so, dass jeder Mensch so direkt berührt wird, dass die Kommunikation über Musik eine perfekte ist. Für die Erde singen wir, Steine, Pflanzen, Mensch und Tier. Für die Erde singen wir, Steine, Pflanzen, Mensch und Tier. Für die Erde singen wir, Steine, Pflanzen, Mensch und Tier. Für die Erde singen wir, Steine, Pflanzen, Mensch und Tier. Tainu Tiwakiata, Tainu Tiwakiata, Tainu Tiwakiata, Tainu Tiwakiata. Sag mal, Pentatonik ist natürlich weltumspannend. Das existiert überall, wird nur bei uns unterschätzt meistens. Das ist das ganze Problem. Und gerade in der Arbeit mit Kindern sollte eigentlich Pentatonik eine Voraussetzung sein, sollte eigentlich der Einstieg sein, denn das ist die Musik, mit der man die Kinder sofort erreicht und auch sie auch begeistern kann, ganz schnell. Und es gibt eben pentatonische Lieder überall auf der Welt. Das ist dann wiederum ein guter Ansatz, in die Internationalität reinzugehen, in andere Kulturen reinzugehen. Ja gut, der 7/8-Takt gehört jetzt nicht unbedingt zu Mitteleuropa, das stimmt. Aber letztendlich können wir ja nur lernen, wenn wir uns öffnen für andere Kulturen. Und dazu gehört auch sowas. Ich mache es jetzt mal langsam. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Das wäre jetzt eigentlich der Takt, in dem das ist. Das können wir mal machen. Dam, 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 dam. Und da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht gerade wird. Das geht ganz schnell. Denn eigentlich wird das wesentlich schneller gespielt und gesungen, dann ist die Gefahr noch größer. Und unser türkischer Freund, mit dem wir das eingespielt haben, der hat es dann mit der Stimme vorgemacht. Du, du, dackete, du, du, dackete, du, du, dackete, du, du, da, du, du, dackete, du, du, dackete, du, du, da. Und dann kommt das ungefähr dem Tempo hin. Also es wäre quasi so. Dam, 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 dam. So was versuchen? Dam, 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 dam. Man muss total aufpassen, dass man nicht gerade wird dabei. Ich singe mal eine Strophe. Unser Schiff tanzt auf den Wogen, Wogen wie die Berge hoch. Unser Schiff tanzt auf den Wogen, Wogen wie die Berge hoch. Meine Heimat liegt am Meere, mein Palast als Schifferboot. Meine Heimat liegt am Meere, mein Palast als Fischerboot. Auf die Wogen fällt der Regen, Regen fällt mir auf das Haar. Auf die Wogen fällt der Regen, Regen fällt mir auf das Haar. Hier am Schwarzmeer sind die Kinder so wie nirgends, das ist wahr. Hier am Schwarzmeer sind die Kinder so wie nirgends, das ist wahr. Kann nicht gut die Geige spielen und mein Onkel schimpft mit mir. Kann nicht gut die Geige spielen und mein Onkel schimpft mit mir. Dann musst du den Horn spielen, dafür tanze ich mit dir. Dann musst du den Horn spielen, dafür tanze ich mit dir. Ja, die Sprachen, also wir singen in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sprachen. Je nachdem, mit welchem Thema wir uns beschäftigen, sei es jetzt der große Kontinent Afrika, dann mögen da Lieder eben existieren in 5, 6, 7, 8 verschiedenen Sprachen.
die wir dann ins Deutsche übertragen, sodass man ein Lied lernt, das vielleicht in Kiswahili, in Amharisch, Kikongo oder wie auch immer im Original gesungen wird und dann es aber auch in der deutschen Übertragung gibt. Was natürlich gigantisch ist, weil man hat einerseits den Bezug zu der Originalsprache, man hört den Klang, man bekommt ein Gefühl dafür und man weiß, was man singt und kann es selber dann auch sofort tun. Und die Hemmung, eine fremde Musik in einer eigenen Sprache zu singen, ist dann sehr, sehr gering. Von daher ist es ein willkommenes Mittel, eigentlich in beide Richtungen, in Richtung der Migrantenkinder, aber auch in Richtung der deutschen Kinder, sich zu öffnen für die Kultur des jeweils anderen. Es ist ja auch so, dass die Kinder mich als einen Teil von denen sehen. Die sehen ja, dass ich von woanders herkomme. Und wenn ich dann ein Lied in meiner eigenen Sprache übersetze, dann ist das für die eine Motivation, dies auch zu tun. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es bei dir zu Haus? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wie geht es bei dir zu Haus? Mir geht es gut. Ich komm weit her aus dem Sudan. Ich wohne hier gleich nebenan und ich komm weit her aus dem Sudan, ich wohne hier gleich nebenan. Wie geht es dir? Mir geht es gut, wie geht es bei dir zu Haus? Mir geht es gut, wie geht es dir? Mir geht es gut, wie geht es bei dir zu Haus? Mir geht es gut, ich komm von Syrien, von weit her, reich mir die Hand, das ist nicht schwer. Ich komm aus Syrien, von weit her, reich mir die Hand, das ist nicht schwer. Seyekum, chifinnekum, analeise man, ma schuftekum. Seyekum, chifinnekum, analeise man, ma schuftekum. Seyekum, chifinnekum, analeise man, ma schuftekum. Das machen wir nochmal. Unsere Arbeit, das ist vieles eigentlich. Zum einen die wissenschaftliche Arbeit. Man bleibt im Gespräch mit den Menschen, die aus den entsprechenden Kulturen stammen und versucht eigentlich auch Näheres irgendwie zu erfahren und zu recherchieren und zu machen. Das macht erstmal sehr viel Spaß. Und das andere ist natürlich die eigene Interpretation. Wenn man zum Beispiel die orientalischen Lieder sieht, die kann man ja nicht eins zu eins hier wiedergeben, weil man einfach die Hörgewohnheiten der Menschen hier berücksichtigen muss. Und das also die moderne westliche Kultur mit der fremden Kultur zusammenzubringen, also Weltmusik zu machen, ist very challenging sozusagen. Und jetzt darf man natürlich überhaupt nicht vergessen, dass es fantastisch ist, dann auch mit den Kindern direkt zu arbeiten. Wir sitzen dann in den Schulklassen und das ist wunderbar zu sehen, wie die Kinder reagieren und wie offen die sind und wie gerne die sowas machen. Oh ja, also das ist eine Frischzellenkur regelmäßig. Wie hat es Ihnen gefallen? Was haben Sie mitnehmen können? Sehr gut. Oh, ich liebe Afrika. Ich kannte schon viele Rhythmen. Ich hatte schon sehr viele afrikanische Freunde, aber noch nicht direkt Lieder für Kinder, die ich verwenden kann. Ich finde auch sehr schön, dass man sie in deutscher und afrikanischer Sprache oder türkischer Sprache, je nachdem, singen kann und weiß, wovon die Lieder handeln. Für meine pädagogische Arbeit im Kindergartenbereich auf jeden Fall eine ganze Menge. Dadurch, dass ich auch sehr viel kulturell auch gemischte Kinder oder gemischte Gruppen habe, ist das schon sehr interessant. Ich habe sowas gar nicht kennengelernt vorher bis jetzt, so Weltmusik in dem Bereich und vor allem mit Kindern das so zu machen, wie man es vermitteln kann auch. Also es war sehr vielfältig und ich habe einige Ideen auch mitgenommen für meine spätere Tätigkeit als Musiklehrer. Ich fand das super spannend und tolle Anregungen, tolle Lieder. Das würde ich gerne ausprobieren. Dankeschön.